Und damit herzlich willkommen zur Atari-Version von Super Mario Bros. Ich habe endlich eine Seite gefunden, wo ich eine Simulation dieses Spiels finden konnte. Und ich muss sagen, ihr werdet sehen, warum dieses Spiel nicht so gut ankam bei den meisten Leuten. Warte, ich mache noch ein bisschen den Ton lauter. Mal sehen, ist das. Ja, ich lasse es jetzt so. Ich meine, guckt euch das hier an. Guckt euch an, wie das designt ist. Das ist nicht gerade gut designt. Ich meine, die Arcade-Version, die war so vom Soundtrack her und von den Farben her so wundervoll. Und das hier ist trist und trostlos. Ich meine, wie soll man hier Spaß entwickeln? Ja, wie gesagt, ich spiele das am Computer. Ich will gar nicht wissen, wie das bei den Leuten war, die dafür auch noch Geld ausgegeben haben damals. Ich meine, die haben sich so gefreut. Yeah, Mario endlich mal auf Atari anstelle Arcade. Und dann? Ja, dann sowas. Und das erste Leben ist weg. Ich meine, seid mal ehrlich. Das hier fühlt sich nicht an wie ein richtiges Mario, aber geht auf YouTube. Da gibt es Aufnahmen vom richtigen Atari Mario und ich muss sagen, sie sind echt. Es gab mal Mario auf der Atari und ja, es war wahrhaft nicht gut. Auch die Steuerung ist hier nicht wahrhaft gut. Habe ich das schon erwähnt? Wie auch immer. Ich werde das hier durchspielen, bis ich alle meine Leben verloren habe. Und das zweite Leben ist weg. Es ist wahrhaft schwer, hier sich zu beherrschen, wenn die Steuerung so lahmarschig ist. Ich muss aber auch hinzu sagen, ich habe niemals die Arcade-Version gespielt. Aber allein für die wundervollen Farben und die Soundeffekte würde ich die Arcade-Version jederzeit gegen diese Version eintauschen. Ich meine, guckt euch die Röhren an. Die Röhren sehen mehr aus, als ob sie aus Tetris kommen würden, anstelle Super Mario. Die Tetris-Blöcke, kennt ihr die noch? So viele blauen Pillen. Man könnte glatt denken, ich wäre eine Viagra-Fabrik. Versteht ihr? Blaue Pillen, Viagra-Fabrik, ist ja auch egal. Und jetzt kommen Krabben ins Spiel. Yep, das hier sollen Krabben sein. Schade, ich habe eher Lust auf Hühnchen, aber man nimmt, was man kriegt. Fuck! Ja, dieses Video wird nicht viel Spaß machen, aber es ist immer ein Mario für die Atari, also eigentlich hätte man mit wenig Spaß auch rechnen müssen. Oh, ein Leben habe ich noch, okay. Verkack's nicht, Mario. Ach ja, eine Sache noch. Warum zum Fick hat Mario eine blaue Mütze? Jeder weiß doch, dass die Mütze von Mario rot ist. Sogar in der 80er-Jahre-Version war das schon zu dargegeben.
Ja, 5 Minuten, das ist ein längeres Video, aber wenn man so einen Fund findet wie Mario für die Atari, will man es auch in der ganzen Schöne repräsentieren. Auch wenn schön hier das falsche Wort ist. Hässlich ist eher das richtige Wort. Und das war's. Ja, was soll ich sagen, außer Dank fürs Zusehen und für die Leute, die Mario für die Arcade gespielt haben, glaubt mir, hattet so viel besser. Ihr hattet so viel besser.